Wir haben jetzt ein Foto gemacht, wo ich einen kleinen weißen Hund trage. Und meine, so trage ich Pelz. Ich helfe Peter, darauf aufmerksam zu machen, dass wir Tiere mehr respektieren sollten und keine Pelze tragen. Ich muss gestehen, in den 60er Jahren habe ich Pelze getragen, denn ich habe es nicht besser gewusst. Da wurde man irgendwann mal darauf aufmerksam, wie es auf den Pelzfarmen aussieht. Und also ich bin strikt dagegen, dass man das unterstützt. Ich bin eine ausgesprochene Tierfreundin. Ich habe einen Adoptivsohn, so ungefähr. Der lebt auf Gut Eidenbüchel in Iffeldorf bei München. Der heißt David und ist ein Hängebauchschwein. Den hätte ich am liebsten hergetragen, aber er wollte nicht. Hallo, ich bin Bibi Jones. Ich bin hier, um Peter zu helfen, darauf aufmerksam zu machen, wie es auf den Tierfarmen aussieht und wie man mit den Tieren umgeht. Darum bitte ich Sie, tragen Sie keinen Pelz. Thank you.